Nur Panikmacher und Sinnsucher von Dummheit und Gotteskraft. Manchmal fängt ein Tag an und man rennt schon zu seiner Arbeit, weil man zu spät ist. Mittags hast du einen Blumenkohlauflauf mit Emmentaler und Parmesan geschafft. Um 17 Uhr geduscht und dich trainingsbereit vorbereitet. Um einigermaßen etwas Sinnvolles noch einzufügen, hast du eine Kiste mit Glasmüll ins Auto verfrachtet, um es wegzubringen. Dann kommt die Meldung: Heute fällt das Training aus wegen Krankheit. Du gibst noch in der Stadt 100 Euro für Nonsens aus, kommst nach Hause und fragst dich, wozu hat Gott diesen Tag geschaffen? Satire an. Nein, ganz viele Menschen haben diese Gedanken nicht, nur Panikmacher und Sinnsucher. Der Rest ist einigermaßen zufrieden mit dem Tag, danken Gott abends im Gebet dafür, ist er glücklich über die eigenen kleinen Erlebnisse. Satire aus. Gott gibt uns durch die Bibel viel krassere Gedanken. Gott hat die Welt geschaffen, steht dort. Er ist der Ursprung von allem Leben. Und die Menschheit braucht einen Erlöser, der in einer unsichtbaren Welt den Tod, den Teufel und unsere Sünde auflöst, bezahlt. Wer das zum zentralen Thema seines Lebens hat, für den, der für die Welt unsichtbar in einem Licht lebt, in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, seinen eigenen Wechsel zum Alles ist neu geworden Leben empfangen hat oder zumindest sich damit verbunden weiß, wer selber den Einblick schon mal bekommen hat, der außerhalb von jeglicher märchenhaften Vorstellung ist, solch ein Mensch kennt den Unterschied von Dummheit und Gotteskraft. Ja, solche Menschen spüren die Panik der Gottverlorenheit und den sinngebenden Anspruch nach beständigem Leben und Dasein. In einem Lied heißt es in der zweiten Strophe: Ich war tot im Grab. Ich war voller Sünde und Scham. Ich hörte, wie Barmherzigkeit meinen Namen rief. Er rollte den Stein für mich weg. Sonderbar, zu merkwürdig, oder? Ich war tot im Grab. Ich war voller Sünde und Scham. Ich hörte, wie Barmherzigkeit meinen Namen rief. Er rollte den Stein für mich